بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben im letzten Dars die Al-Ibada besprochen, was sie bedeutet, fachlich und linguistisch. Heute nennen wir noch Voraussetzungen für die Gültigkeit der Ibada. Gültigkeit يعني in der Scharia. Das heißt, diese Bedingungen, die ich jetzt nenne, die beziehen sich auf die zweite Definition. Ne? Wir haben nur die erste genannt, im allgemeinen Sinne, hinsichtlich yani, der Bedeutung des Infinitivs. Und dann haben wir gesagt, die zweite, das ist die schariatische Bedeutung, also die Ibadah in der Scharia selbst. Und daher diese Bedingungen, die wir jetzt nennen und Beschreibungen, die beziehen sich nur auf die zweite. Die Bedingungen für die Gültigkeit der Scharia, der Ibadah sind zwei. Die eine Bedingung ist der Al-Ikhlas und die zweite Bedingung ist die Al-Mutaba'a. Al-Ikhlas bedeutet die Aufrichtigkeit in der Absicht, dass man mit der Handlung nichts anderes als Allah Ta'ala, als die Annäherung des Allah Ta'alas beabsichtigt. Da in diesem Bezug sagt Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. Und ihnen, yani den Ahlul Kitab, hier ist die Rede von Ahlul Kitab, wurde nichts anderes anbefohlen, als dass sie Allah Ta'ala mit Ikhlas anbeten. مُخْلِصِين. Yani die Ibadah soll im Zustand des Ikhlas stattfinden. Ikhlas bedeutet sprachlich, wenn man das genauer verstehen möchte, weil ich persönlich finde, das Wort Aufrichtigkeit ist ein bisschen, yani, was man darunter verstehen soll, ist ein bisschen unklar. Das Wort Al-Ikhlas in der arabischen Sprache, unabhängig jetzt von der Ibadah, bedeutet, dass man Dinge, die zum Beispiel in einer Flüssigkeit beigemengt worden sind, also die nicht zu ihr gehören, dass man sie wieder herausfiltert, dass man diese Flüssigkeit klärt und säubert von allem, was nicht dazu gehört. Das ist der Ikhlas sprachlich. Und wenn man das begreift, versteht man auch so ungefähr, was damit in der Ibadah gemeint ist. Die Ibadah ist ein absolutes, exklusives Recht Allah Ta'alas. Und jede Form von Trübung und Beimengung muss hier herausgefiltert werden. Und diese Herausfilterung, dieser Prozess des Filterns, das nennt man Ikhlas. Das ist der Ikhlas. Wir hatten in den vorherigen Unterrichten schon mal erwähnt, dass nicht alles, was den Ikhlas betrübt, gehört zum Riya. Das ist nämlich eine wichtige Sache. Aber alles, was den Ikhlas betrübt, verringert den Wert der Ibadah. Das steht außer Frage. Nur nicht jede Betrübung, jede Vermengung lässt die Ibadah hinfällig werden. Denn das Hinfälligwerden, das wird nur in Bezug auf den Riya erwähnt. Wie es in dem Hadith vorkommt, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man amila amalan ashraka ma'ya fihi ghayri taraktuhu wa shirkahu. Wer eine Handlung ausführt, in der er mir etwas beigesellt, yani hier ist ihm gemeint im Sinne des Riya, den lasse ich, yani seine Handlung. Das heißt, sie ist nicht für mich gedacht und ich habe keinen Anteil daran. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, Allah Ta'ala spricht auch die Ahlul Kitab übrigens hier an und sagt, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, und dass sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Und das ist der geradlinige Dien. Das heißt, die Ahlul Kitab waren auch von diesen Anbetungen angesprochen. Waren sie aber identisch mit dem Salah bei uns und der Zakat in der Scharia des späteren Islams, sage ich mal,
oder des ich sag's mal, al-Islam al-Muhammadi, dem mohammedanischen Islam, die Scharia, der der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, das muss natürlich nicht sein. Das muss nicht sein. Wobei man auch erwähnen muss, dass das Wort Al-Zakah im Koran, Al-Zakah im Koran auch für etwas anderes benutzt wird. Nämlich für die Läuterung der Seele. Für die Läuterung der Seele. Und zur Läuterung der Seele gehört an allererster Stelle die Läuterung vom Schirk und seinesgleichen. Deswegen sagt Allah Ta'ala über die Kuffar, الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. Jene, die nicht die Zakat geben und die Akhira verleugnen. Dieser Vers ist ein mekkanischer Vers und in Mekka gab es keine Zakat im Sinne des Vermögens. Von daher kann hier nur gemeint sein, die Zakat der Seele. Das heißt, die sich nicht läutern vom Schirk und derartigen. Die zweite Bedingung ist das Einbeziehen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Ausführung der Ibadat. Das heißt, die Ibadat müssen angepasst werden an sein Beispiel, an sein Vorleben. Daher sagt der Prophet sagt Allah Ta'ala: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Was euch der Prophet gibt, das nehmt, und was er euch verbietet, dem enthaltet euch. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Fürchtet euch vor Allah, habt Taqwa vor ihm. Und dann begründet er das, warum. Er sagt: إن الله شديد العقاب, weil Allah ist streng im Strafen. Ja. Das sind die zwei Voraussetzungen der Al-Ibadah. Auch der Koran spielt an anderen Stellen darauf hin. Also jetzt haben wir zwei Verse genannt, in denen zwar diese zwei Bedingungen explizit genannt werden, aber es gibt auch Verse, in denen beide zusammen an einer Stelle genannt werden. Auch wenn das nicht so ganz explizit ausdrücklich ist, aber man kann das daraus verstehen, wie es auch einige der Salaf getan haben. Beispielsweise in der Aussage Allah Ta'alas: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Der das Leben und das Tod, den Tod geschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch am besten handelt. Wer von euch am besten handelt. Hier ist ganz interessant, er sagt nicht, wer von euch am meisten handelt. Das heißt, der Islam legt nicht unbedingt Wert auf Quantität, sondern mehr auf Qualität. Ayyukum ahsanu amala, wer von euch am besten handelt oder die besten Handlungen vollbringt. Und eine Handlung kann nur als Hasan beschrieben werden, also als eine gute Handlung, wenn diese zwei Bedingungen gegeben sind, wenn damit Allah Ta'ala bezweckt worden ist, wenn es sich um eine gottesdienstliche Handlung handelt und wenn sie der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam entspricht. Dann fehlt eines von beiden, dann nennt man das keine gute Handlung mehr. Das ist dann eine schlechte Handlung. Das sind die Voraussetzungen der Ibadah. Es gibt aber auch gewisse, das nenne ich jetzt nicht Voraussetzungen unbedingt, in diesem Sinn. Aber es gibt eine gewisse Stimmung, die man haben muss. Eine Stimmung oder eine gewisse Gesinnung. Einen geistigen Zustand, der präsent sein muss, wenn man die Ibadat ausführt und auslebt. Und das hatten wir auch im letzten Dars angesprochen. Und zwar die Liebe, die Furcht und die Hoffnung. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nennt diese in einer Risala, er hat eine Risala über diese Herzensgesinnung geschrieben. Und er bezeichnet
diese drei Einstellungen des Menschen oder diese drei Gefühle des Menschen als die Al-Muharrikat. Das heißt, das sind die Elemente, die den Menschen zu einer Handlung bewegen und tragen. Das ist aber in der Realität tatsächlich so. Auch in den alltäglichen, banalen Angelegenheiten des Menschen. Er handelt aufgrund dieser drei Dinge. Entweder tut er etwas aus Liebe, das heißt, er hat eine Leidenschaft dazu. Oder er tut etwas, um damit seine Leidenschaft zu verwirklichen und realisieren. Das heißt, da ist eine Zwischenhandlung, die er machen muss, die er bewerkstelligen muss, um zu seinen Leidenschaften zu kommen. Das heißt, er handelt aus Liebe. Oder er macht das aus Hoffnung. Hoffnung und Liebe geht so, treffen sich manchmal in einigen Sachen. Oder er macht das aus Furcht. Er macht eine Handlung aus Furcht. Oder er praktiziert eine Handlung, um sich vor einer Sache zu retten, die zu etwas führen kann, das ihn beängstigt. Das heißt, der Mensch bewegt sich in seinen Handlungen, in seinem Tun immer in diesen Kreisen. Er handelt aus eins von diesen drei Gründen. Und es ist schwer vorstellbar, dass ein Mensch, ein geistig gesunder Mensch, etwas tut, weder aus Liebe, noch weil er sich daraus etwas erhofft, noch aus Furcht. Weshalb macht er es dann? Es ist schwer vorstellbar, dass sowas passiert. Mich hatte eine Aussage von einem Adib. Adib heißt jemand, der, also Fachmann, Experte im Bereich der arabischen Literatur und so. Al-Sheikh Ali al-Tantawi. Ali al-Tantawi, ein Syrischer, aus Syrien ist er. Der so Anfang des 20. Jahrhunderts war er geboren. 1900 irgendwas am Anfang. Er sagte in seinem Buch, in einem seiner Bücher schrieb er über den Verlust seiner Mutter. Und da sagte er etwas, das tatsächlich einen großen Anteil an Wahrheit hat. Er sagte, es gab niemanden, der mich als Person, ich erwähne es jetzt wegen der Liebe und so, wegen Interessen. Er sagte, es gab niemanden, der mich als mich geliebt hat oder wegen mir selbst geliebt hat, also wegen meinem Ich selbst geliebt hat. Aber er sagt, die meisten Menschen lieben sich selbst in mir. Die meisten Menschen lieben sich selbst in mir. Was will er damit ausdrücken? Er sagt, er möchte sagen, es gab nur nach seinem Empfinden gab es nur einen einzigen Menschen, der mich als Person, als Individuum geliebt hat. Das ist seine Mutter. Die anderen Menschen lieben nur sich selbst in mir. Das heißt, sie lieben nur ihre Interessen, die sie durch mich bekommen. Diese Interessen müssen nicht immer Geld sein. Und diese Interessen müssen nicht irgendwelche Hilfeleistungen sein. Wenn es zum Beispiel ein Dichter ist, er geht nämlich in diese Richtung, er ist ein Adib. Das heißt, er schafft literarisch wertvolles Zeug, Material. Und wenn du ein literarisches Buch liest und du hast einen gewissen Geschmack für so etwas, du wirst an seinen Worten, an seinen ausgesprochenen oder geschriebenen, du wirst einen Genuss erleben. Und du wirst diese Person lieben. Warum? Wegen dem Genuss, den du durch seine Worte oder seine Bücher, seine Aufnahmen ergattert hast und gewonnen hast. Das heißt, du liebst eigentlich nur dich selbst, deine Interessen, deine Leidenschaften, die du durch diese Person verwirklichst. Na. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch im Koran, Al-Akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin.
Und die Al-Akhilla, Al-Akhilla, Al-Khalil bedeutet enge Freunde. Sie werden an diesem Tag Feinde sein oder befeindet sein, außer den Al-Muttaqun, außer den Muttaqun. Das heißt, warum außer den Muttaqun? Weil die Beziehungen der Akhilla in der Dunya waren meistens auf Interessen gegründet oder gemeinsames, auf ein gemeinsames Ding. Also auf etwas Weltliches bezogen. Und das Weltliche wird enden und genauso auch ihre Beziehung. Außer die der Al-Muttaqun. Die waren nämlich nicht auf etwas Weltliches begründet, sondern auf etwas Unendliches. Darum endet sie auch nicht. Auch nicht in der Akhira. Na, auf jeden Fall die Liebe, die Furcht und die Hoffnung, das sind so die Motoren, die den Menschen antreiben, auch in der Ibadah, auch in der Ibadah. Und ich hatte im letzten Dars oder vorletzten Dars schon erwähnt gehabt, dass hierbei, das ist ein interessanter Punkt, der Streit der Gelehrten, in dem Streit erwähnen sie immer nur die Furcht und die Hoffnung, was soll mehr Gewicht bekommen. Aber sie haben nicht über die Liebe geredet, zumindest habe ich so etwas nicht gesehen. Und das deutet darauf hin, dass die Liebe nicht in den Khilaf fällt. Und daher sagt noch einige der Salaf, sie sagten, der Mensch, oder in Bezug auf diese drei Elemente, Liebe, Furcht, Hoffnung, sie sagten, sie sind wie ein Vogel. Die Liebe ist dabei der Rumpf des Vogels. Die Furcht und die Hoffnung sind die Flügel. Furcht und Hoffnung sind die Flügel. Und das, wenn man das mal so bedenkt, die ganzen Elemente, die zum Leben nötig sind, sind nicht im Flügel, sondern im Rumpf oder in dem mittleren Bereich des Körpers. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass der Flügel verletzt ist, ja, nicht mehr zum Fliegen tauglich ist. Aber die Mahabba kann trotzdem weiter existieren, ihn noch ein wenig forttragen. Ja, Allah Ta'ala erwähnt diese Elemente auch einige Male im Koran, zum Beispiel im Kontext von einigen Propheten, Yahya und Zakaria. Allah Ta'ala sagt, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sie, also diese Personen und ihresgleichen, sie eilten zu uns durch die Ausführung der guten Handlungen. Und sie pflegten uns aufzurufen mit Furcht und Hoffnung. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Das wird dann nochmal getrennt. Und sie waren demütig vor uns. Man muss unterscheiden zwischen dem Khushu im Gebet, von dem die Fuqaha sprechen, der eine Bedingung des Gebets ist, und von dem Khushu als ein geistiger Zustand. Oder sagen wir Demut des Herzens und Demut des Körpers. Das Wort Al-Khushu in der Sprache deutet auf etwas wie Stillstand. Stillstand. Oder wenn etwas bewegungslos ist. Etwas eine starre Position annimmt. Und wir sehen das auch im Koran in Bezug auf, nicht jetzt auf den Menschen, sondern in Bezug auf den Boden. Allah Ta'ala sagt, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَ الْأَرْضَ خَاشِعَ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Und zu seinen Zeichen gehört es, dass du den Boden, die Erde, wie siehst du die Erde? خَاشِعَ im Khushur. Das heißt Khushur. Hier ist die Rede vom dürren Boden. Auf dem sich nichts mehr regt und bewegt, nicht unter dem Boden und auch nicht auf dem Boden, alles still. Und wenn wir dann das Wasser herabsenden, ihtazzat wa rabat,
Ihtazza heißt, dann bewegt sie sich. Die Erde bewegt sich wieder. Und aus ihr, und wächst, daraus gedeiht und wächst Grünzeug. Das heißt, das Wort Al-Khushu hat etwas mit Stille zu tun, mit Bewegungslosigkeit. Und daher, der Khushu im Gebet des Körpers bedeutet nichts anderes als die Stille des Körpers, Bewegungslosigkeit des Körpers. Das heißt, dass man alle Bewegungen, die nicht zum Gebet gehören, auslässt. Das ist eine Bedingung des Gebets, der Khushu des Körpers im Allgemeinen. Und was nennen sie auch Tumanina? Die Demut des Herzens ist aber Gott sei Dank keine Bedingung des Gebets. Sie gehört zu Mustahabbat, also zu den erwünschten Handlungen im Gebet. Allah Ta'ala sagt auch, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Und stellt kein Verderben auf der Erde, richtet kein Verderben auf der Erde, nachdem sie in Ordnung gebracht wurde, und ruft ihn auf in Furcht und Hoffnung. Das zu der Ibadah. Denn wir haben jetzt den Begriff Tawhid besprochen. Und wir haben den Begriff Al-Ibadah besprochen. Und dann fehlt noch der Begriff Al-Shirk, sprachlich und fachlich. Und ich hatte auch vergessen, ich wollte eigentlich das Wort Ar-Rabb auch in der Sprache nochmal erörtern, was für sprachliche Verwendungen es hat, im Koran beispielsweise, und wie es genutzt wird. Das hat etwas mit der Rububiyyah zu tun, und wenn man die sprachlichen Bedeutungen versteht, dann hat man auch eine leichtere, die Möglichkeiten, die fachlichen Bedeutungen zu verstehen, sind da dann auch etwas größer. Kommen wir aber erst einmal zu dem Schirk und dann nochmal zurück zu dem Wort Ar-Rabb. Das Wort Ash-Shirku oder Ash-Shirka in der arabischen Sprache linguistisch bedeutet sowas wie Anteilhabe an etwas, Partnerschaft, Beteiligung. Das sind alles Bedeutungen des Wortes Ash-Shirk. Deswegen nennt man auch die Firma eine Zusammenkunft von mehreren Menschen aus geschäftlichen Zwecken, wenn die sich zusammenschließen, nennt man Sharika, weil jeder von ihnen einen gewissen Anteil hat und sich beteiligt. Das Wort deutet also auf eine Vermengung von mehreren Personen oder Zusammenspann verschiedener Dinge. Man kann daher sagen, auch anders ausgedrückt zusammengefasst, dass das Wort Ash-Shirk aussagt, dass etwas ohne Vorbehalt zwischen zwei oder mehreren Personen aufgeteilt ist und keinen von ihnen alleinig zusteht. Das ist die allgemeine Bedeutung des Wortes Ash-Shirk. Das Wort Shirk im koranischen Kontext, in der Scharia, bedeutet Ansprüche für sich selbst oder für andere, auf etwas der Besonderheiten Allah Ta'alas zu erheben. Ansprüche für sich selbst oder für andere, außer Allah Ta'ala, auf etwas von den Besonderheiten Allah Ta'alas zu erheben. Diese Definition umfasst das Vergleichen Allah Ta'alas mit seinen Geschöpfen oder das Vergleichen der Geschöpfe mit Allah, weil hier in diesem Fall erhebt er ja Ansprüche für diese Geschöpfe auf etwas, das eigentlich nur Allah Ta'ala zusteht. Ebenfalls gehört dazu das Absprechen seiner Besonderheiten, die zu negieren, das Gleichsetzen der Geschöpfe mit Allah in einer oder mehrerer dieser Besonderheiten oder das Widmen von den Ibadat an andere Instanzen als Allah Ta'ala, denn auch in diesem Fall wurde eine Besonderheit, die nur Allah Ta'ala zusteht, oder Ansprüche dafür, anderen zugeschrieben. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala
sagt diesbezüglich. Er sagt, الشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. Der Schirk, sollte es sich um eine Form handeln, durch die der Betroffene aus dem Islam austritt oder in den Kufr verfällt, ein Kafir wird, er sagt, dieser hat zwei Arten. Schirk in der Ibadah und Schirk in der Rububiyyah. Schirk in der Rububiyyah. Tayyib. Das allgemein zu der Bedeutung des Wortes Schirk. Nochmal zurück zu der Bedeutung des Wortes Ar-Rabb. Das Wort Ar-Rabbu, was wir üblicherweise als der Herr in der deutschen Sprache übersetzen, hat sprachlich drei Bedeutungen, wie es Al-Azhari zum Beispiel erwähnte. Al-Azhari hat übrigens nichts mit der Azhar zu tun. Der hat weit vorher gelebt, bevor es die Azhar überhaupt gab. Der heißt einfach so, Abul Mansur Al-Azhari. Er sagt in seinem Buch Al-Tahdhib, dass das Wort Ar-Rabb für drei Dinge verwendet wird. Hauptsächlich. Ar-Rabbu Al-Malik, Nummer 1. Eigentümer und Besitzer von etwas. Den nennt man Rabb. Zweitens, Al-Sayyid Al-Muta'a. Al-Sayyid Al-Muta'a. Das heißt Führer und Gebieter oder Befehlshaber. Den nennt man auch Rabb. Drittens, Al-Muslihu Lishay. Al-Muslih Lishay. Das heißt jemand, der etwas in Ordnung bringt. Jemand, der etwas in Ordnung bringt, etwas so herrichtet, dass es nützlich und vorteilhaft ist. Das sind die drei Bedeutungen des Wortes Arab. Und sie treffen alle auf Allah Ta'ala zu. Alle diese Bedeutungen treffen auf Allah Ta'ala zu. Aber dürfen sie auch für den Menschen verwendet werden in diesen Kontexten oder in diesen Bedeutungen? Na, ist möglich. Und dieses Wort wird für den Menschen auch verwendet, Arab. Aber mit gewissen Einschränkungen. Ohne Al zum Beispiel, ohne den Artikel Ar-Rabbu, sondern beispielsweise durch das Anfügen von Pronomen, diesen Possessivpronomen. Rabbi, mein Herr, sein Herr. Oder man kann es auch für sich selbst benutzen. Zum Beispiel sage ich Ana Rabbu al-Hatif. Ana Rabbu al-Hatif. Das heißt, ich bin der Besitzer dieses Handys. Allah Ta'ala verwendet das auch im Koran, also für Menschen. Er berichtet über Propheten, die das für Menschen benutzt haben. Wie zum Beispiel in der Geschichte von Yusuf, als die zwei Männer ihn im Gefängnis über ihre Träume ausfragten. Er sagte, Ya sahiba yisijin, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Er sagte, oh meine Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn, er wird seinen Herrn Wein trinken. Das ist mit seinem Herrn hier gemeint. Ja, den Herrscher und den König, ihrem Befehlsgeber sozusagen. Das ist eine Stelle, in dem das im Koran für einen Menschen verwendet wird. Und das hat der Prophet Yusuf gesagt. Aber er hat ja über seinen Herrn gesprochen, ne? Nicht über seinen eigenen. Im Koran kommt aber, dass der Prophet Yusuf das auch auf sich selbst bezieht. Auf sich selbst bezieht. Als er von der Frau verführt worden ist, Allah Ta'ala sagt, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Und diejenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab und sagte, da bin ich für dich. Er sagte, hey, guck mal hier, das ist interessant. Er nennt hier zwei Gründe. Zwei Gründe für das Meiden dieser Schandtat. Also es ist eine Schandtat, der Sinner ist eine Schandtat,
Aber wenn es noch eine Ehefrau ist, eine verheiratete Ehefrau, dann ist die Schandtat noch größer und noch schlimmer. Und wenn es dann noch deine Nachbarin ist, oder die Frau eines Bekannten oder jemanden, der in dessen Gunst du stehst, dann ist die Abscheulichkeit dieser Tat um ein Vielfaches größer. Er nannte zwei Gründe. Er sagte, Ma'ad Allah, Nummer eins. Ich suche Zuflucht bei Allah, yani vor dieser Handlung. Er sucht Zuflucht bei Allah, vor dieser Handlung. Unter anderem, weil diese Handlung Allah Ta'ala nicht lieb ist. Und deswegen sucht er Zuflucht bei Allah vor dieser Handlung. Die zweite Ursache hat etwas mit Treue zu tun. Die zweite Ursache, die er nennt, hat etwas mit Treue zu tun. Das eine hat mit Allah Ta'ala zu tun. Das zweite mit Treue. Etwas Menschliches. Er sagte, Innahu Rabbi ahsana mathwai. Es ist doch mein Rabb, mein Herr, mein Gebieter. Er hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Was meint er mit, er ist Innahu Rabbi, es ist mein Herr, mein Gebieter. Meint er hiermit Allah Ta'ala? Al-Imam al-Baghawi, rahimahullah Ta'ala, er sagte, die meisten, ein Großteil der Mufassirun sind der Auffassung, dass hier mit der Aussage Innahu Rabbi der Malik gemeint ist, nicht Allah Ta'ala. Deswegen sagt al-Baghawi, er sagte, er wollte sagen, dein Mann, Qiftir, so soll er anscheinend heißen, Qiftir, ist mein Herr und Gebieter. Na. Das heißt, dieser Vers lehrt uns eine ganz interessante Sache. Die Treue. Weil er stand in der Gunst von diesem Mann. Er stand in seiner Gunst. Und das sollte man den Menschen auch anerkennen und entsprechend handeln, selbst wenn es ein Kafir ist. Daher wird auch in den Sunnen überliefert, ich weiß nicht mehr, wer das war, er war unterwegs mit einer Gruppe von zwei Leuten von den Quraysh, und er war zu dieser Zeit auch noch nicht in den Islam übergetreten. Und sie hatten gewisses Vermögen und Ware mit sich geführt. Das heißt, diese Reise hat auf etwas beruht, und zwar auf das gegenseitige Vertrauen, richtig? Vertrauen und Schutz. War ja kein, er war ja nicht, wie nennt man das, wenn man in einem Land ist beispielsweise und es ist jedem erlaubt, dich zu lynchen, freies Wild oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Also er hat sie getötet, beide getötet, ist dann hat alles genommen und ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat gesagt, ich möchte den Islam annehmen und hier dieses Geld. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, amma al-Islam fanaqbal. Was den Islam angeht, so nehmen wir ihn an. Was dieses Geld angeht, so nehmen wir es nicht an. Oder er sagte, Untreue nehmen wir nicht an oder so ähnlich. Untreue. Das heißt, es gilt, wenn du im Schutze oder unter den Kuffar lebst und du hast, dir wird im Allgemeinen Sicherheit gegeben. Also nach ihrem Gesetz hast du Sicherheit. Ich weiß, dass manche sagen, ja, wir sind hier aber nicht sicher und es passieren doch Übergriffe und so. Das ist nicht damit gemeint. Was Einzelne machen, ist nicht ausschlaggebend. Du hast aber nicht den Status von freiem Wild, dass dich jeder erschießen und töten darf. Verstehst du? Das heißt, du hast eine gewisse Sicherheit, dein Vermögen, dein Leben. Wer so unter den Kuffar lebt, der darf sich nicht an ihren Hab und Gut
Er darf sich nicht daran vergehen. Ich habe letztens, hat mich jemand gefragt, er sagt, da ist ein Freibad und da sind ein paar, er sagt, da sind ein paar Brüder, die gehen nachts immer über die Zäune und schwimmen dann so kostenlos dort sozusagen. Ob man das darf, und ihr Imam hätte ihnen gesagt, ja, weil das Kuffar sind, darfst du das machen. Oder manche gehen noch sogar noch weiter und sagen, man dürfte ihnen, du darfst sie bestehlen, und das ist eine Form der Ranima. Das ist sehr witzig, das ist eine Form der Ranima. Weißt du, die Ranima, die Fuqaha definieren die Ranima, die sagen, huwa ma ukhida bil istila' ala al-kuffar. Die Ranima ist etwas, das man nimmt, also diese Kriegsbeute, nenne ich mal, oder Kriegsgewinne, das, was man nimmt, wenn man jemanden überwältigt hat. Hier, der muss flüchten und sich verstecken vor der Polizei, und wenn er etwas gestohlen hat, muss er in Dunkelheit maskiert in das Geschäft gehen und dann wieder in der Dunkelheit flüchten und sich verstecken. Das nennt man Ranima. Ja. Auf jeden Fall stellt sich hier eine Frage. Yusuf a.s. nennt den Aziz von Misr, er nennt ihn Rabb oder Rabbi. Der Prophet s.a.w. sagte, لا تقول للمنافق سيد. Sagt zum Munafiq nicht Sayyid. Sayyid ist ähnlich wie, hat ähnliche Bedeutung wie das Wort Arab. Arab deutet auf eine gewisse höhere Position, Führerschaft, Gebieterposition, und auch das Wort ist Sayyid. Sagt zum Munafiq nicht Sayyid. فَإِنَّهُ إِيَّكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ. Wenn er tatsächlich ein Sayyid ist, also ein Gebieterführer, dann habt ihr euren Herrn erzürnt. Was ist denn hiermit gemeint? Was kann man hier sagen? Entweder es handelt sich um diesen Begriff speziell, Sayyid, um dieses Wort selbst, oder es bezieht sich nur auf den Munafiq. Ja? Das ist eine Möglichkeit, dass es sich nur auf den Munafiq bezieht. Ja. Es könnte natürlich auch andere Möglichkeiten geben, aber das sind ein von zwei. Meshi. Der Tawhid ist ja nichts anderes als der Inhalt der Shahada. Die Umsetzung des Tawhid ist der Inhalt der Shahada. Und daher ist es auch, hat das Wort Shahada selbst auch eine gewisse Relevanz. Was bedeutet das Wort Shahada im Koran, wie wird es verwendet und was sind die Beweise dafür, dass diese Bedeutung, die wir zum Beispiel jetzt als den Inhalt der Shahada darstellen, auch wirklich die Bedeutung davon ist, das werden wir inshallah im nächsten Dars machen. Wir machen hier Schluss. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.